topisme. Caristo. Thank you very much. And next speaker is Mr. Albrecht for 1.5 minutes. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstmal vielen Dank an den Berichterstatter, die Schattenberichterstatter und alle, die beteiligt waren an diesem Bericht. Ich denke, da steckt ein ganzes Stück Arbeit drin. Von meiner Seite möchte ich betonen, dass wir glücklicherweise einen Raum der Freizügigkeit geschaffen haben. Und es ist klar, dass mit diesem Raum der Freizügigkeit wir nicht mehr als einzelne Staaten die Sicherheit alleine garantieren können. Umso bedauerlicher ist es, dass die Mitgliedstaaten wieder nicht anwesend sind in einer solch wichtigen Debatte. Und es ist absolut essentiell, und das ist in diesem Bericht jetzt auch klar geworden hier im Europäischen Parlament, dass die Mitgliedstaaten endlich liefern. Denn gemeinsame Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung werden wir nur erreichen, wenn wir gemeinsame Rechtsgrundlagen schaffen für die Bekämpfung von Zwangsarbeit, Menschenhandel, Geldwäsche und Korruption, die in Europa kein Geschäftsmodell mehr sein dürfen. Doch dazu brauchen wir auch gemeinsame Verfahrensregeln. Das Europäische Parlament hat in den letzten Jahren immer wieder den Rat dazu aufgefordert, Regeln zuzustimmen, die gemeinsame Regeln, gemeinsame Verfahrensstandards normieren. Das ist immer wieder zurückgewiesen worden und es wird immer noch blockiert auf Seiten der Mitgliedstaaten. Ich denke, das muss endlich aufhören, und ich finde, auch auf Seiten der Kommission muss gleich mitgedacht werden, dass, wenn Vorschläge kommen, zum Beispiel zur besseren Kriminalitätsbekämpfung, wir auch die konkrete Zusammenarbeit von Polizei und Justiz direkt ins Auge nehmen und zum Beispiel die bessere Zusammenarbeit von Behörden unter Europol als Priorität nehmen, anstatt das Geld für große Überwachungsmaßnahmen wie zum Beispiel ein europäisches Fluggastdatensystem zu verschwenden. Dankeschön. Danke schön. Und next speaker ist Madame Tomašić for 1.5 minutes. Hvala lijepa. Organizirani kriminal, korupcija i pranje novca veliki su problem jer direktno oštećuju i traumatiziraju zajednicu. Borba protiv ove pošasti predstavlja i veliki izazov jer zahtjeva gotovo svakodnevnu prilagodbu rastućoj inovativnosti kriminalnih skupina.